Man hat quasi einen Spender, der spendet quasi seinen Samen und damit kann man sich quasi befruchten lassen und ein Kind sozusagen zeugen. Also das ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein Katalog und dann kannst du da durchblättern und dann sieht man einmal durch jetzt verläuft, dann einmal durch und dann suchen wir uns jetzt den Besten aus. Da wird meistens geschaut, wie quasi der Partner aussieht, also jetzt zum Beispiel Ina. Dann wird jetzt geguckt, sportlich, wunderschön, sehr intelligent. Clap your hands. Heute waren wir auf dem CSD in Berlin und das war unser Outfit. Wann und warum habt ihr angefangen, euer Leben, euer gemeinsames Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen? Also es war der 1. September 2018, das weiß ich noch ganz genau, weil wir da den Account erstellt haben. Und wir waren da noch mitten in diesem Outing-Prozess. Also unsere engste Familie wusste es schon, aber unsere Freunde und Bekannte wussten es nicht. Und da wir jetzt nicht zu jedem Einzelnen hingehen wollten und sagen wollten, wir sind zusammen und dann hatten wir Angst, dass sie dann irgendwie negativ reagieren, haben wir dann einen Account gemacht und quasi unseren ganzen Schulfreunden und diesen ganzen Facebook-Freunden und so das mit einem Bild zu erzählen, oder? Ja, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, dass wir es doch sagen müssen. Mhm. Was treibt euch an, über diese Themen auch zu sprechen auf euren Account? Also wenn ich jetzt also zurückdenke und so überlege, ich bin noch mal 13, dann wusste ich niemals, dass das sozusagen mein Leben werden wird und dass diese Aufgabe oder diese Hürde, die ich sozusagen bevor, die vor mir steht, dass es das werden wird, also dass es immer darum gehen wird. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass dieses Coming Out und dieses alles drumherum für einen selbst so wahnsinnig schwer ist und auch dann immer wieder schwer ist. Also es ist auch immer wieder nicht so leicht, weil das ist ein lebenslanger Prozess. Genau, du gehst jetzt zum Beispiel ins Hotel. Oh, ihr seht aber aus wie Geschwister. Ja, ehrlich? Voll oft. Weil wir jetzt auch den gleichen Nachnamen haben, werden wir voll oft gefragt, ob wir dann Geschwister sind. Was ja nicht schlimm ist, aber es ist irgendwie doch ein doofes Gefühl. Weil Mann und Frau würden vielleicht jetzt nicht gefragt werden, ob sie Geschwister sind. Gibt es da noch so ein, zwei Vorurteile, die euch irgendwie ständig entgegenwehen? Also, dass es nur eine Phase ist, dass wir uns das quasi aussuchen dürfen, dass wir jetzt morgen sagen können, ey, oh, wir sind doch hetero zum Beispiel, oder? Ja. Oder dass wir es für die Klicks machen. Also wir sind natürlich nur zusammen, damit wir quasi Follower haben und dass uns vielleicht der richtige Mann bisher gefehlt hat. Was braucht es denn in unserer Gesellschaft, damit wir eben diese Vorurteile ablegen gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe? Ich glaube, das ist auch so das, was uns halt antreibt. Wenn du das eben siehst, also wenn du damit aufwächst, dann kannst du es ja gar nicht komisch finden oder anders, weil du hast es ja so gesehen. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, Kinderbücher vorgelesen bekommst, wo es halt so ist. Ich weiß nicht, ich glaube, du kannst halt nichts ablehnen, was du kennst. Also ich glaube, nur wenn es dir sozusagen fremd erscheint, kannst du es dann... hast du Angst davon, dass du, wow, oh Gott, ist ganz komisch. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war, ob da irgendwie Homosexualität thematisiert wurde im Biounterricht oder so. Bei uns war das nicht so. Ja. Das ist auch ein Problem. Warum wird es nicht im Deutschunterricht oder im Biounterricht, warum wird im Geschichtsunterricht nicht über den CSD geredet oder so? Das verstehe ich nicht. Das ist ja gerade so, ist gerade so eine Pionierzeit von so ganz vielen Dingen auf der Welt. Und jetzt ist gerade, und ganz viele kommen noch gar nicht damit klar. Und jetzt muss natürlich irgendwie das so ein bisschen so losgehen. Aber ich glaube, ganz viele Fächer sind so einfach total so ein bisschen überholt. Hm. Habt ihr für euch gemerkt, dass ihr euch liebt, dass ihr euch toll findet und auch ja, also Frau auf Frauen steht? Habt ihr das in Berlin gemerkt erst oder dann schon, als ihr noch im Dorf gewohnt habt? In Berlin, ja. Also auf dem Dorf nicht. Nee. Man hat es irgendwie so ein bisschen geahnt so. Also man fand dann irgendwie schon ein paar Frauen irgendwie so attraktiv oder wir haben auch Männer schon geküsst und dann war das halt nicht so das Wahre. Und dann irgendwann kam es halt dazu, dass wir uns getroffen haben. Also wir kennen schon aus dem Gymnasium, aber haben uns dann erst später wiedergefunden über Instagram und sind dann halt auch weg gewesen. Und dann irgendwann kam es halt dazu, dass man sich näher gekommen ist und hat man irgendwie gemerkt, da ist irgendwie was. Und dadurch hat man das gemerkt erst so richtig, oder? Das war halt vor 5 Jahren haben wir das erst so richtig gemerkt. Ja, also mit 20 halt erst. Ja. Und wie war das so, als ihr besprochen habt, okay, jetzt sagen wir es unserer Family, also wie haben die das wahrgenommen und wie war das für euch so vom Feeling her? Also wir hatten sehr dolle Angst, wir haben das über WhatsApp geschrieben, allen unseren Familienmitgliedern, also eigentlich voll peinlich, dass man das denen nicht ins Gesicht sagen konnte, aber wir haben uns nicht getraut. Habt ihr eine Gruppe gemacht? Nee, das wäre eigentlich gut gewesen, ja, oder? Dann erstmal die Gruppe verlassen, die Nachricht reingeschrieben und dann Gruppe verlassen. Maximilian, du warst 10 Jahre im Knast. Mhm. Und wenn wir über das Thema gleichgeschlechtliche Liebe sprechen, war das ein Thema
bei euch im Gefängnis? Mich hat vor ein paar Monaten tatsächlich ein Brief erreicht, der mich so schockiert hat in Bezug darauf. Weil, wie gesagt, fast 10 Jahre in Haft und ich rede den ganzen Tag drüber in YouTube, ich mache die Workshops und das ist so mein Steckenpferd. Und dann kam ein Brief und da hat jemand geschrieben, ich bin homosexuell und keiner weiß es. Ich sitze in der und der Anstalt, wenn ich das sage, verliere ich morgen alle meine Freunde. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Und mir ist erst so bewusst geworden, wie restriktiv diese Gesellschaft dort drin ist. Also Homosexualität für einen Gangster, egal ob russisch, arabisch oder deutsch, ist sehr gefährlich. Und es begrenzt sich nicht mal nur aufs Gefängnis, sondern es ist tatsächlich in der gesamten kriminellen Welt, in einigen der organisierten Kriminalitätsstrukturen, ist es ein Todesurteil. Heute noch, 2021. Nochmal zurück zu euch. Ich möchte noch herzlichen Glückwunsch sagen, und zwar hierzu. Wir sind Vanessa und Ina und wir sind verheiratet. Zeit ist kostbar und ich weiß, dass ich den Rest meines Lebens mit dir verbringen möchte und da möchte ich einfach keine einzelne Sekunde mehr verschwenden. Für mich so als Vater amüsant, nach 4 Töchtern dann noch eine Schwiegertochter zu kriegen. Ich wünsche euch alles Ersehnliches Gute und dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und wir haben euch sehr lieb und einen dicken Kuss. Mega cute. Jetzt nach der Hochzeit habt ihr euch ja auch ein neues Projekt quasi gesetzt, nämlich euren Kinderwunsch. Wann habt ihr euch dafür entschieden? War das schon so ein Ding vor der Hochzeit oder kam das erst danach? Ich wollte, glaube ich, gar keine Kinder haben. Also es war für mich irgendwie gar kein... Ich weiß nicht, ich habe darüber nie nachgedacht. Ich habe mich irgendwie nie darin gesehen, mein Kind haben zu wollen. Und dann aber wurde es für mich total greifbar. Und jetzt ist es ein richtig doller Wunsch, an den ich ganz, ganz oft am Tag denke. Ja, geht mir genauso. Und dann, also man muss auch verheiratet sein, um quasi Kinder zu bekommen als lesbisches Paar. Deshalb war das auch irgendwie eine Zugangsvoraussetzung, wenn man das so sehen kann. Aber nichtsdestotrotz wollten wir natürlich auch heiraten, weil es einfach schön ist und es unser Wunsch war. Ihr nehmt auf Social Media eure Follower genau mit bei diesem Kinderwunsch. Neuer Tag, neuer Test. Viele von euch wollten wir, dass wir das jeden Tag aufnehmen. Und das machen wir auf jeden Fall beim ersten Versuch. Auch wir finden das mega interessant. Sobald ein Smiley auf dem Test erscheint, können wir zur Klinik losfahren und den ersten Versuch wagen. Also drückt gerne aufs Plus, falls ihr das weiter verfolgen wollt. Wir würden uns sehr freuen. Und das Ergebnis kommt jetzt. Es war leider ein Kreis. Es war leider ein Kreis. Was war das für ein Test? Es war doch kein Schwangerschaftstest, oder? Mhm. Das ist so ein Ovulationstest, also das zeigt quasi an, ob eine Frau ihren Eisprung hat oder ob man quasi fruchtbar ist. Und ja, wenn man quasi einen Smiley hat, dann hat man einen fruchtbaren Tag und dann kann man quasi losfahren in die Klinik oder quasi Geschlechtsverkehr haben, je nachdem, und dann quasi versuchen, ein Kind zu zeugen. Ja. Und wie genau habt ihr euch jetzt vorgenommen, Kinder zu bekommen? Also wie funktioniert der Ablauf? Nur ganz genau weiß man das natürlich jetzt noch nicht, weil wir noch keinen Versuch gestartet haben. Das können wir euch danach auf jeden Fall erzählen. Aber es läuft nicht durch Geschlechtsverkehr einem Mann? Nein. Geschlechtsverkehr? Aber das geht ja, es würde ja auch. Beides Wort, ne? War es Geschlechtsverkehr? Ja, aber es geht ja auch. Deswegen wollte ich nur fragen, wie das funktioniert. Also das ist dann quasi, das ist eine künstliche Befruchtung dann. Genau, also ganz ohne also den aktiven Teil sozusagen. Also man hat quasi einen Spender. Und der spendet quasi seinen Samen und damit kann man sich quasi befruchten lassen und ein Kind sozusagen zeugen. Weiß man dann auch, wer das ist? Also, oder ist das anonym? Also das ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein Katalog. Also manche denken immer, es ist so ein Katalog und dann kannst du da durchblättern und dann sieht man einmal dich jetzt verleugnen und einmal dich und dann suchen wir uns jetzt den Besten aus. Also so ist das nicht. Also auf jeden Fall nicht bei uns, vielleicht in Amerika oder so. Da wird meistens geschaut, wie quasi der Partner aussieht. Also jetzt zum Beispiel Ina. Dann wird jetzt geguckt. Sportlich, wunderschön, sehr intelligent. Achso, da wird wirklich nach einem Mann geguckt, der dir ähnlich sieht. Genau. Okay. Also zum Beispiel jetzt, also Ina ist eigentlich dunkelhaarig, also brünett. Und dann natürlich dann dunkler vielleicht. Ne? Und dann wird auch auf das Gewicht geguckt, wie groß, welche Blutgruppe, welche Charaktereigenschaften. Und dann wird jemand gesucht, der dann da wirklich drauf passt. Im Endeffekt sagt man dann selber ja, aber man sieht da jetzt kein Bild oder so von dem Mann, sondern einfach nur, wie er quasi... So ein paar Infos sozusagen. Ja, genau, so ein Steckbrief. Oder aber könnt ihr sagen, was ihr für Präferenzen hättet zum Beispiel? Gar nicht. Wir haben gesagt, einfach möchten einmal sozusagen, was am ähnlichsten wäre. Okay. So.
Und wie habt ihr besprochen oder entschieden, wer von euch das Baby dann austrägt? Wir haben Schere, Stein, Papier gemacht. Wirklich? Nein. Rund, das war auch ganz aber auch witzig. Also bitte, sag, dass ihr es auch geglaubt habt. Ich entscheide voll viele Sachen nach Schere, Stein, Papier. Ja, okay. Aber was heißt das? Schnick, Schnack, Schnuck. Es war gar nicht so schwer für uns zu entscheiden. Also ich meinte ja schon, ich habe mir gar nicht so richtig vorstellen können, mal Kinder zu haben. Und mir ist so dieser Prozess nicht so wichtig. Also das muss ich wirklich sagen, also ich finde es toll, also ich stelle es mir auf jeden Fall jetzt aktuell sehr, sehr toll vor, ein Baby zu haben, aber ich muss diesen sozusagen das austragen, das, ich, mir reicht es dabei sein. Also es ist ja, ich glaube, mir würde es eigentlich auch reichen, aber einer muss es ja machen. Und wie teuer ist sowas? Also wie kann man sich das finanziell vorstellen? Schwierig, ne? Es kommt Klinik zu Klinik unterschiedlich. Ja. Also manche, ich kann euch mal so ein Gefühl geben, also bei manchen, also manche machen das auch so, ne, zu Hause, ne? Da gibt es wirklich so, dann fragst du jemanden in deinem Umfeld, ne, und der spendet dir das, das ist dann meistens ja dann umsonst oder so. Aber wenn du es jetzt in der Klinik machst, dann kann das schwanken zwischen 500 bis 2000 Euro pro Versuch. Und was heißt Versuch, wenn also ich ganz dumm frage? Einmal die künstliche Befruchtung quasi, dass man quasi eine Samenspende hat und okay, die wird dann quasi eingeführt, sozusagen, okay, kann ich das sagen. Und 500 ist dann nicht so ein toller Typ und 2000 ist dann ein richtig geiler Hecht. Drillinge. Nee, so, genau. Nee, ich glaube, es kommt von Klinik zu Klinik einfach an. So wie es teure Ärzte gibt und günstigere Ärzte. Nehmt die Mitte, einfach. Leute. Nehmt die Mitte. Ist ja, das Beste. Das teuerste ist immer nie so gut und das günstigste meistens auch nicht. Nee. Nee. Aber unsere Klinik befindet sich auf jeden Fall auch dazwischen. Wie kommt es an, dass ihr genau diesen Prozess jetzt gewählt habt und das dann auch mit der Community teilt? Ja. Durchwachsen. Schwierig. Also für viele ist das eine Grenze, die wir da irgendwie überschreiten. Also wenn die, sag ich mal, einverstanden damit sind, so ja, okay, dann seid halt zusammen und redet auch darüber, okay. Aber wenn ihr jetzt auch noch Kinder wollt, ist schon eher schwierig. Und manche finden es halt super, support, also sind halt super supportive, aber nur 10% sind negativ, ne, würde ich ja, sagen, so richtig, oder? Also so richtig negativ. Das ist halt ganz, wirklich ganz schlimm finden. So eure armen Kinder, die werden später gemobbt und wo ist denn der Papa oder wer ist die echte Mama, was halt voll beleidigend eigentlich ist. Ne? Damit meine ich natürlich die quasi, die schwanger wird, aber das ist halt nicht cool. So, ne? Ja. Martin, du bist ja Papa, so wenn du jetzt die beiden hörst, würdest du sagen, dass es super wichtig ist, dass ein Kind auch einen Vater hat oder können es auch zwei Mamas oder zwei Papas sein? Ich glaube, das ist so ein bisschen immer so dieses Bild des Vaters irgendwie. Und das kann ja eine Mutter oder genauso sein. Es hat überhaupt gar keine Relevanz für mich. Ist, glaube ich, auch eher, kommt's hart auch aus so einem religiösen Ding. Also klar, mal so immer dieses typische, ja, Adam und Eva-Ding. Es war ja nicht Eva und Eva oder so. Nervt halt auch mega. Mhm. Es gibt halt natürlich noch immer ganz andere Länder, wo man irgendwie, und ich bin ja auch immer so ein bisschen eher so auf der Welt zu Hause, durch das ganze Reisen und das ganze Tun. Und da sieht man schon irgendwie, dass so viele Länder ganz, ganz woanders noch sind. Und da muss man, glaube ich, mit ganz anderen Dingen noch kämpfen. Anna, du nickst. Warum glaubst du, sind wir immer noch so obsessed von dieser Idee, Familie muss heißen Mama, Papa, Kind, Ende? Ich glaube, ein großes Problem hat auch so mit Sichtbarkeit und Repräsentation zu tun. Ich glaube, dass ganz viele, also vieles, was wir irgendwie aus der Popkultur, aus Literatur und so wahrnehmen, ist halt immer noch so diese klassische oder traditionelle Nuklearfamilie, Vater, Mama und das Kind. Dabei in ganz vielen Kulturen oder auch in Deutschland ist es ja auch ganz, also ich sage immer, ich bin gar nicht von meinem Vater und von meiner Mutter nur erzogen worden, sondern wirklich von ganz vielen Leuten, also von der Nachbarin, von der Lehrerin und von der Tante und so weiter und so fort. Vielleicht kommt die Angst so ein bisschen, also der fehlende Vater bei mir zum Beispiel, ja, der war problematisch in meiner Entwicklung. Aber wisst ihr, warum der problematisch war, ist nicht, weil es war, weil mein Vater nicht da war. Ich glaube, in dem Konstrukt kann dieses männliche Rollenbild, wenn man dem so will, wenn ihr jetzt einen Jungen haben werdet, sehr gut von jemand anders eingenommen werden, wo man sich das abschauen kann, wie man sein will vielleicht. Ja, es gibt ja auch Opas oder Onkel so, oder sowas. So sieht's ne? aus. Hauptsache ein cooler Dude. So. Ja. Du kannst dann auch ab und zu vorbeikommen. Und ich glaube, ich kann das gut machen. Onkel Maxi. Finde ich super. Haben wir gleich mal hier connected. Das Ding ist ja auch, was Leute, glaube ich, manchmal so denken, wir haben schon Kontakt zu männlichen Personen. Ne? Also wir sind nicht nur zu zweit oder so. Als würden wir so Männer voll hassen. Ne? Also das, ja, ich glaube halt, dass Leute das oft denken. Also wir haben um uns herum ganz normale Männer. Ja.
Aber ist ja trotzdem richtig, so was Max dazu sagt, wenn man jetzt darüber so nachdenkt, dass es bei einem Sohn oder so, dass, es geht ja darum, jetzt auch ein bisschen darüber zu reden, was Menschen denken oder was zum Beispiel deren Fragen sind. Weißt du, klar gibt's das natürlich und klar gibt's irgendwie Väter, die wechseln. Mein Vater war zum Beispiel auch nur einmal im Jahr da, der war Seefahrer. Mhm. Trotzdem war der da. Aber wenn man natürlich coolen Opa hat, coole Leute oder so hat, wenn man jetzt einen Sohn kriegt, ich bin mir trotzdem nicht sicher, dass es nicht auch einfach mit zwei Müttern gehen sollte. Obwohl man auch sagen muss, so an der Stelle, ich glaube, es geht primär darum, dass Kinder einfach Menschen haben, die sie lieben und wertschätzen, unabhängig vom Geschlecht, weil ich finde, jeder Mensch kann ja Vorbild sein. So. Stopp, noch nicht weiterklicken. Hier gibt's nämlich noch mehr Dieb und Deutlich und hier kommt ihr zu einem Video vom Y-Kollektiv über die unterschiedlichsten Familien- und Beziehungsmodelle.